hier unsere Reiseroute läuft. Wir haben von Neapel nach Tunesien übergesetzt, sind relativ schnell durch Tunesien durch, in die Wüstenstadt El Oued im östlichen Erg, fahren runter nach Tamanrasset, Rasset, nach Niger, Agadez, rüber über Volta und Togo. So haben wir es wenigstens geplant. Ob wir es natürlich so schaffen, das hängt von unserem Liebchen ab. Und die ersten paar Schwierigkeiten haben wir schon gehabt, aber es schaut eigentlich recht positiv aus. Und regnerische Wettertreue. Langsam wechselt Landschaft und die Obst- und Olivenplantagen mussten immer mehr mit der Wüste kämpfen. Der Kaktus wurde immer häufiger und beherrschte die Szenerie. Durch den ständigen Regen wurde die Gefahr, an Wasser für ein Wadis einige Tage warten zu müssen, immer größer. Und dann war es soweit, vor uns ein überschwemmtes Wadi. Wir beschlossen, die Durchfahrt zu riskieren. Aber es kommt noch viel schlimmer. Jedes normale Auto ist bei der nächsten Durchfahrt nicht mehr durchgekommen. Wir haben es riskiert. Bleib auf Touren. Ich bin Vollgas. Hallo. Auf Vollgas. Ich bin Vollgas. Ja, die Mütze ist noch verzweifelt. Das Viertel aufgeladen, da wieder zum Raufbringen. Eben Karl May, Leser bekannt aus dem Roman Durch die Wüste. Der Kamelmarkt, der Gemüsemarkt. Wir sind immer noch in der Nähe von El Oued, der Stadt der 1000 Kuppeln, ein Baustil, der in der Gegend durch den gipshaltigen Sand möglich ist. Die Palmengärten sind alle weit unter der Oberfläche und jeden Tag müssen die Bauern den Sand aus ihren Palmengärten rausschaufeln. Ein sehr markanter Abschnitt war das Plateau des Tadimit, das Plateau des Teufels oder die Wüste der Wüsten, eine 200 Kilometer lange Schotterwüste.
Es war unglaublich, wie viele Kamele auf so einen LKW passen. Und einen sicheren Vorrat dabei hatten. Ein Hauptabschnitt von unserer Reise haben wir hinter uns, die Einfahrt nach Tamanrasset. In dieser Fahrtroute, da können auch diese Feldzeichnungen her, da werden wir ein paar Mal stehen bleiben müssen und dann uns die Ursprünge. Der Gebirgsstock des Asigrem, ein fast 3000 Meter hohes Gebirge. Die Besteigung des Asigrem war einer der Höhepunkte unserer Reise. Unter dem Gipfel des Asigrem liegt die Eremitage, Tuareg-Aufständischen ermordet wurde. Angeblich hatte ihn auch schon Karl May als Karabinemsi hier besucht. Und für dieselbe Strecke, wo wir 3 Tage gebraucht haben, fahren die in 3 Stunden und 14 Minuten. Da kann man ungefähr vorstellen, Höchstgeschwindigkeit dieser gefahren 210 Stunden. Ab sofort waren wir ein Begleitfahrzeug der Paris-Dakar, in die wir uns verirrt hatten. Wir kümmerten uns um die Fahrer. Die Motorradfahrer hatten es wirklich sehr schwer, kleine Zelte oder im Freien schlafen. Wir mischten uns unter die Fahrer, unter das Begleit. Wie schon gesagt, wir sind jetzt in Tamanrasset und da wird jetzt die Paris-Dakar erwartet. In Führung ist ein Opel und ich glaube, der. Und hier kommt Jack X auf seinem Porsche ins Ziel. Es war wirklich beeindruckend. Er fuhr eine letzte Kurve und auch für uns ist wieder Zeit geworden, unser Rallye fortzusetzen. Wir haben das schwierigste Stück unserer Reise noch vor uns gehabt. 600 Kilometer Piste ohne Straße und ohne Markierung. Gymnastik muss natürlich auch sein. Sind jetzt wo, Klappe? Sie hatten eine komplette Ausrüstung, Ski und lange Seile dabei. Und wir hatten einen Riesenspaß beim Dünenfahren und beim Wasserski oder Wassersandfahren.
Busch- und Steppenlandschaft. Wir waren am Ende der Sahelzone. Wir fuhren durch viele Negergras und hier war Afrika noch so, wie wir es uns vorgestellt hatten. In Afrika. Die Gegend, durch die wir jetzt kamen, war schon sehr fruchtbar und wir waren mitten in der Baumwollernte. Wir fuhren sehr abgelegene Pisten und Straßen und mitunter war ich schon sehr Malanville, die Grenzstadt von Niger nach Benin. Und der Markt in Afrika, das ist nochmal eine Steigerung gegenüber einem arabischen Markt. Das Fleisch, das so offen dort liegt, die Gewürze. Obligatorisch natürlich jeden Tag das Füllen unserer Wasserkanister. Aber hier war es natürlich so, dass die Frauen für uns arbeiteten. So kleine Buschfeuer haben wir überall gesehen. Es ist einfach dort die übliche Art, das hohe Gras abzubrennen. Sie bauen ihre Häuser wie Burgen. Wir haben dann jemanden besucht, sind zwar nicht sehr freundlich aufgenommen worden, aber mit ein paar Geschenken konnten wir uns das Ganze ein bisschen anschauen. Der Bau eines neuen Stalles. Elefanten aber nur aus sehr großer Entfernung. Ein Warzenschwein. Zeit ist da natürlich alles Wasser, gell? Bei dem Wasserfall. Und die Kaskaden waren schön passant, die Höhe. Kann man nichts sagen. Pass auf, über dir hängt das Lange. Die letzte Station unserer Reise war Lomé. Da haben wir uns trennen müssen von unserem Liebchen, das wir verkauft haben, und haben uns noch ein paar Tage erholt, haben die Fische bei der Arbeit zugeschaut, sind im Atlantik geschwommen und am Swimmingpool von einem einfachen kleinen Hotel haben wir die restlichen Tage verbracht. Die letzten Tage verbrachten wir am Strand von Lomé. Wir holten uns von den Reisestrapazen. Wir gingen mit den Fischern auf die Jagd nach Quallen und Rochen. Und insgesamt erholten wir